Weiter geht's bei FIFA 12 gegen Hannover 96 in der Fußball-Bundesliga. Samstag, 3. November 2012, 15:30 Uhr. Lindner, Villa, 18 Pyro, Marble Striker, Minky, Stevio, Sanchez, Camaro, Pat, O'Day in unserer Aufstellung und Zieler und Diouf sind im Krankenhaus. Richtig, deswegen steht Miller im Tor. Gerundolo, Felipe, Schulz und Panda bilden die Innenverteidigung, beziehungsweise die ganze Verteidigung. Ja, Schwachsinn. Schmiedebach, Silva Pinto, Stirndl, Rausch bilden das Mittelfeld, Abdelau und Jakunan den Sturm. Super vorgelesen. Dankeschön, du auch gerade. Nö. Nee, du hast das aus dem Kopf gemacht. Ja. Na, dann gucken wir doch mal. Nach der Niederlage gegen den BVB fühlen wir uns beflügelt. War das eine Niederlage? Ich dachte, wir hatten eine gute Form. Ja, bis auf gegen den BVB. Da haben wir ganz schön auf die Fresse gekriegt und Perisic hat gezeigt, wie man nicht das Tor trifft. Ach, der Perisic. Ja, aber ansonsten hatten wir eine gute Form. Ja, richtig. Bis auf die ganzen Gegentore, aber sonst war eigentlich echt gut. Ja, vielleicht können wir die Form halten. Also nicht die der Gegentore, sondern die gute. Ich muss doch noch einstellen. Ich will doch nur spielen. Hichuha, harihuha. Ich tu doch nix. Dann schauen wir doch mal. Da schauen wir doch. Dann schauen wir doch mal. Shawn Michaels. In altbewährter Manier stürmen wir hier und machen das direkt. Hallo? Ja, das habe ich auch so gesehen. Also, das finde ich auch. Hallo? Der hat mich umgetreten. Offensiv-Foul. Oh Gott, was ein Zuckerpass. Was machst du da draußen, Torwart? Patrick Lindner spielt, ja, bekanntlich. Der Gonzo hat im letzten Spiel nicht überzeugt. Nee, da muss wieder natürlich Lindner ins Tor, damit wir ja die alte, gute Form wiederfinden. Richtig. Direkt auf den Keeper, das wurde gefährlich. Ja, Miller musste da eingreifen. Sein erstes Saisonspiel überhaupt. Gut, aber gegen Zielas auch nicht groß Butter bei der Fische. Und Lindner hat aber Butter auf die Fische und... hält den Ball, klasse, keine Gefahr. Lindner war da, das einzig. Keine Gefahr, Lindner war da, lalalalala, keine Gefahr, Lindner war da, lalalalala, ist der neue Stadion-Chant. Wo renne ich jetzt nochmal, R2 oder R1? R2, also. Ja. Ja, er muss sich erstmal umgewöhnen wegen Pro Evo und ja, so. Ja, das ist, Was macht denn Jakunan da so frei? Ja, Lindner bedienen. Das ist ja nett von ihm. Nach 10 Minuten sind wir noch nicht so wirklich drin in der Materie, möchte ich fast verkünden. Jetzt geht das schon wieder los. Wieder. Ach, diesmal möglichst keine Elfmeter kassieren, wenn es geht. Was pfeift da? Abseits. Völlig richtig. Völlig gerichtig. Völlig gerichtig, genau. Völlig berechtigt, dieser Abseitspfiff. Da kann man auch nicht drüber reden. Finger im Po, Mexiko. Den musst du aber machen, komm. Komm, mach den, Jung. Ich wollte echt querlegen, aber okay. Ich durfte nicht. Wir reden darüber nochmal nach dem Spiel. Ja? Ja. Verhaust du mich nochmal? Ja, bekommst ein Augenpflaster. Oh Gott. Ein Augenpflanz. Ja. So, Hannover 96 wieder im Vorwärtsgang, aber die 18, die steht natürlich wieder 18 und klär das Ding. Und gibt ihm den Ball aus seiner Nächstenliebe auch gleich mal wieder. Das war abseits, das wird nicht gepfiffen. Aber klasse von Lindner, der heute eine wirklich überragende Partie hier zeigt. Noch. Ja, ja, klar. Das Spiel ist ja noch lang, Ladies and Gentlemen, da kann ja noch einiges passieren. Auch ein Lindner kann da natürlich mal eine Phase haben, wo es nicht so prickelnd läuft. Ach Quatsch, Patrick Lindner hat immer eine Phase, in der es gut läuft. Und deswegen läuft es auch gut, weil es gut läuft. Distanzschuss, Lindner oh unter Gott. Bedrängnis von Da Silva Pinto. Oh Gott, er schafft es nicht. Milak. Auf die rechte Seite Sanchez. Minky. Auf Stevio. Der sucht und findet JJ Day. Schuss, aber am Tor vom... Oh Gott, was ein Versace. Oh Gott, also das habt ihr von mir nicht gelernt hier. Was ein Versace. Was eine... Fenerbahce. Nein. So schlecht spielt er noch niemals Fenerbahce. Striker jetzt mit einem guten Pass. Ist das hier gefährlich? Ist das Potenzial erbringend? Das Nein. ist kein Potenzial erbringend. Miller lacht darüber. Genau so lacht. Oh Gott. Apropos, der ist jetzt bei den Weight Watchers. Ja, ja, das ist ganz klasse von ihm. Er muss jetzt die Kilos abwehren und wir vergessen, beziehungsweise merkt euch, Bananen haben 0 Punkte. Ja. Damals nur Punkte, das war nicht nie klasse. Niemals. Niemals. Ja, wer zuerst malst,
Mahns zuerst oder so. Oh fuck. Oh fuck. Abseits. Ja, völlig richtig erkannt. Da muss man hier natürlich sich nicht durch ins Höschen machen können. Richtig. Patte am Ball. Auf Stevio. Ja, jetzt über die linke Seite, über der Camero. Der ist schnell. Findet jetzt auch einen richtig guten Pass. Ja, war nicht schlecht. Kam auch Mann, nur leider konnte er den Kopfball da nicht ganz verwehren. Jetzt müssen wir auf den Konter aufpassen. Ja, Konan. Da ist jetzt die Lücke offen. Ja. Aber gut gestellt. Und wir versuchen es wieder unsererseits. Pat jetzt hier wartet, bis einer mitläuft. Und auf der rechten Seite kommt mit Milak. Nochmal nach hinten. Ja, hier. Nee, ja, gut, danke. Da grätscht dahin. Geblockt, es gibt den Eckball. Gut 30 Minuten sind absolviert. Wird das was? Kopfball ist da! Ja, da ist das Ding! Primo Mable! Hier nochmal der Eckball zu sehen. Kopfball in die Ecke, unhaltbar! Gut. Ter Stegen, beziehungsweise Zieler, hätte ihn gehabt. Aber gut, ist der zweite Torwart. Ich möchte ihm keine Vorwürfe machen. Schön durchgesteckt zu Sanchez. Sanchez. Können wir gleich nachlegen? Ja? Nein. Geblockt. Eckball. Es ist noch nichts vorbei. Nee. Die wehren zunächst ab. Ball kommt wieder zu uns. Kann abseits. Nein, glanzig. Ah, scheiße. Jetzt sind wir aber kurz hier in einer sehr dominanten Phase. Ja. In einer sehr dominanten Phase. Ja, kam durch, aber... Rückpass. Fuß war dazwischen, der Wolffuß. Und so muss Miller nicht nochmal hinter sich greifen. Ja, nee. Upsala. Den krieg ich... Obstsalat. Obstsalat. Jetzt aufpassen. Nix. Schön gestoppt, unseren Jakonan. Schön gestopft. Schön... Ach, das ist... Ich hab das wäre der Schiri. Obstsalat. Abseits. Abseits! Das war doch Abseits! Mohamed Abdellaue, 43. Minute, erzielt den Ausgleich für Hannover 96. Patrick Lindner heute in einer miserablen Leistung. Ja, heute in miserabler Leistung. Genau, in miserabler Leistung, Junge. Ja, hätte nicht passieren dürfen, wir das 2-0 markieren müssen. Das kommt davon, wenn man seine Chance nicht nutzt. Dann macht natürlich der Gegner das Gegentor. Ja, sehr gut. Nochmal? Nein, okay. Dahin, jetzt ja hier. Ja! So muss das. Camero macht's diesmal. Und er freut sich zurecht. 45. Minute, das ist wichtig für die Moral. Direkt im Gegenzug. Ich find's echt wichtig für die Moral, weiß nicht, wie du das ist echt wichtig für die Moral. Mit der Führung kurz vor Ende der ersten Halbzeit. So fühlt es sich doch gut an als Trainer in der Kabine, als Spieler in der Kabine. Ja, das fühlt sich richtig gut an als Trainer in der Kabine. Oh Gott. Das muss ich jetzt so sagen. What a feeling. What a feeling. In der Kabine. What a feeling in der Kabine. What a feeling. In der Kabine. Wie hat der Tag nur diese eine Stelle? What a feeling in der Kabine. What a feeling in der Sabine. Ja, nee, das kann Bruce aber nicht singen. Das stimmt. Hälfte 2 ist angepfiffen. Nachlegen ist das Zauberwort. Ja, das habe ich auch so gesehen. So gesehen? Das habe ich auch so gesehen. Upsala. Salat. Na, schade. Kevins neues Lieblingswort, Obstsalat. Da hätte entgegenlaufen müssen, der Spieler jener da vorne platziert war. Aber schön abgelaufen. Wie sich das anhört, platziert, als ob ihn da jemand hingestellt hätte. Ja, nicht? Sanchez. Michael Ballack, der Capitano. Schön schickt er da den JJ, der Game. Wo ist da keiner? Der kurz zurück, nochmal querlegen oder halt versuchen, Pfosten. Außenpfosten, da hat er nochmal Glück gehabt, der Miller, dass das nicht seine Birne war. Richtig. Dann wäre die mit ins Tor geflogen. Ja, die war abgeflogen. Na, da haben wir den Ball. Da haben wir den Salat. Hupsala. Aber Striker, zurück auf Lindner, immer auf Nummer sicher gehen. Auf Nummer sicher gehen! Steilpass?
Ja, auf den Mann, der da nicht steht, aber okay, war okay. Das war der tödliche Passversuch von Milner. Lindner. Sanchez jetzt. Ja, ja, ja. Da, scheiße. Der war eigentlich gar nicht mal so schlecht gedacht von aber Sanchez. Es gibt nochmal den Eckball. Wir haben nochmal die Gelegenheit, um nachzusetzen. Minky tritt ihn. Nicht so gut wie den ersten, aber Nachschussmöglichkeit. Ah. Was ist denn für ein Schuss? Satz mit X möchte ich fast sagen. Aber gut. Ich denke mal, wir können hier beruhigt sagen, wir dominieren dieses Spiel momentan. Alter. Auch wenn jetzt der Ball nicht durchkam. Passiert, ne? Aber das was war denn ein da? Foul. Abseits, ganz klar. Das war ein Abseitspfiff. Hussi kommt. Wir warten noch ein wenig. Gefährlich, okay. Kann man so machen. Hallo. Sofort de la Patrie. Du hast mir die Vorlage gegeben. Müssen wir wieder ein bisschen konzentrierter spielen. Die Pässe müssen wieder richtig kommen. Husti jetzt über die linke Seite. Dring nicht in den Strafraum ein. Doch, jetzt schon. Wird gestellt. Kein Eckball. Sehr gut. Maximum aus dieser Aktion rausgeholt. Jetzt geht's weiter über Pet, der hier den Minky schickt. Na, da wollte er durchstecken, aber auch das war wohl nix. Aber der Ball ist wieder da. Der Ball war wieder da. Richtig, der Ball ist wieder da. Jetzt aufpassen. Der Schmiedebach. Der Schmiede, glaube ich, einen bösen Plan. Ja, ich glaube auch. Aber das haben wir gesehen. Mal sehen, haben wir das. Adidas. Genau, haben wir gesehen, Adidas. Jetzt nutzen wir die Gelegenheit und wechseln mal ein wenig aus. Und zwar verabschieden wir uns recht herzlich von Pat. Dankeschön, dass du da warst. Wir verabschieden uns von mir. Dankeschön, dass ich da war. Hört sich komisch an. Und wir bringen mal Newton. Er ist der größte Newton. Juden. Er ist der größte Juden. So. Ach, guck mal, sogar für uns. Können wir den Sack zumachen? Na, Newton kommt da nicht ganz durch. Rechts. Schön. In die Schnittstelle. Ist das Ding da? Das da ist das Ding. Das Ding. Sanchez. Dankeschön. Das ist der Sanchez González. Hat er nochmal Glück gehabt, dass er da noch hingerutscht ist und genau unter den Arm von Miller, ins Tor eingeschoben. Klasse. Halt's Maul. Okay, Entschuldigung. Ja, jetzt sind wir eigentlich fast schon auf der sicheren Seite. Ich glaube nicht, dass Hannover 96 in 20 Minuten so viel ausrichten wird. Wenn die überhaupt nochmal vor unser Tor kommen, ne? Es läuft gut. Ich würde ehrlich gesagt noch nachlegen. Mein Hunger ist noch nicht ganz gestillt. Schade. Shahin. Genau, Shahin. Das war echt Shahin. Na? Ist das nochmal gefährlich? Was hier Stirndl da macht? Aber geklärt, kein Problem. Da läuft er. Das ist jetzt den Newton, ja, aber da ist nicht so die klare, freie Sicht, wie sie einst war. Richtig. Deswegen verzeihen wir dem Spieler an dieser Stelle auch noch einmal, aber das letzte Mal. Na, zu weit vorgelegt. Nee, echt? Ja, tatsächlich. Müssen wir aufpassen jetzt. Aber apropos, nee, echt, ne? So ein Job eines Kommentators, die sagen echt einfach nur das Offensichtliche. Ja, ist er also. Das ist, die sind Captain Obvious. Ja. Oh, der macht ein Tor! Nö, echt? Captain ja. Obvious wieder am Start. Lars Stindl in der 77. Spielminute. Es wird dann doch nochmal etwas brenzelig. Warte mal, ich möchte mal kurz ausgeglichen. Hört sich doch besser an als offensiv. Jetzt vielleicht eher verwalten als ausbauen. Guter Ball. Auf den Sanchez. Sanchez González. Er holt den Eckball raus. Das ist super, das ist super, das ist top, top, top. Bärdl mit der Ecke. Immer. Zu weit. Und jetzt hat Hannover 96 die Chance, hier zu kontern über Mo Abdelaue. Mo Abdelaue. Immer noch Mo Abdelaue am Ball. Er schickt Stindl. Mo Abdelaue. Mo Abdelaue. Ja, ist gut. Wir wissen, dass es Mo Abdelaue ist.
Schmiedebach. Na, ja, aber wir haben ihn in Primo Mable. Oh Gott! Ist doch nix. So, jetzt Konter! Oh. Da oben! Sehr gut! Camero ist aber fertig mit der Welt. Mitlaufen. Newton ist durch, macht das! Nein, macht er nicht. Mann, Nefton. Jetzt hatte ich auf einmal den Ball, okay. Okay. Captain Obvious! Sanchez. Auf Stevio, der schießt nochmal Richtung Eckfahne. Bisschen Zeit schinden, würde man das nennen, wäre das hier möglich. Schmiedebach macht sich zur Auswechslung bereit. Sieht er echt so arabisch aus, Nila? Keine Ahnung. Andrasen kommt. Arabische Welt. La 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 la. Jetzt vielleicht nochmal? Nein? Okay. Dann nicht. Ja, ist ja noch nicht alle Tage Abend. Wir kommen wieder. Keine Frage. Oh Gott! Boah, wir kommen wieder, keine Frage! Kommen wieder, keine Frage! Boah! Danke, Lindner, danke. Sehr defensiv. Danke, Schatzi. Ball jetzt halten, die 2 Minuten müssen wir noch irgendwie überleben. Willst du noch Kombinationen spielen? Sicher, verwalten, ja, gut. Bisschen sichere Pässe spielen. Sehr gut. Kannst du mal zurückspielen. Sanchez. Einwurf. Top. Spiel uns in die Karten. Ja. Spiel uns nicht in die Karten. Ah, egal. Doch, hat uns in die Karten gespielt. Ab. Wir holen den Sieg, wir sind wieder in Bestform. Richtig. Tore durch Primo Mable, Camero und Sanchez. Diesmal kein Elfmeter-Tor. Wir haben auch Elfmeter nicht immer nötig. Geht auch ohne. Bester Spieler ist Carl Gustav Primo Mable. Weiter. Immer weiter. Bin mal gespannt, auf welchen Tabellenplatz wir sind. 11. Waren wir zuvor? Meinst du, wir haben einen Sprung gewagt? Ja. Okay, dankeschön. Ja. Ja, dieser typische FIFA-File, ganz klasse. Musst du ihn in jedem Part erwähnen. Wir können auch mal ein bisschen Abwechslung in die Bude Nein, bringen. Nein, können wir nicht. Ich finde den klasse. Wie wär's mit dem Newsflash-Ton? Okay. Aalborg BK 2 Wolfsberger AC 0, okay? Ja, Infosperre ist abgelaufen. Von wem? Wir werden gesperrt überhaupt. Alex Schmidt war gesperrt. Sagt mir nichts. So, wir sind auf Platz 8. Das ist ja sehr schnieke. Das ist ja der absolute Burner. Das ist ja Wahnsinn. Was Part? Ist das Ja, hier sehen wir nochmal. Kotzer für Russland, Camero für Griechenland, Lindner, 18 Striker, Sanchez, Day, Tok, Newton und Hartmann für Deutschland. Gut. Ich wollte gar nicht zum Teammanagement. Trottel! Ja. Bin ich Sebastian Ottel oder was? So, wir bedanken uns fürs Zusehen. Ja. Bis zum nächsten Part. Und mach es gut. Tschüss.